Schön, dass ihr alle hier seid. Was habt ihr getan, um die Kirmes zu manipulieren? Habt ihr euch an den Plan gehalten? Ja, ich habe mich drum gekümmert. Die Festwirten, die habe ich so unter Druck gesetzt, davon macht keiner mehr irgendwas für die. Ich habe mich um deren Markenzeichen gekümmert, die Kirmeshemden. Den Preis habe ich so hochgetrieben, dann können die sich das ja nie im Leben leisten. Und ich habe denen den Geldhahn mächtig zugedreht. Die können jetzt noch nicht mal die Bells bezahlen. Die werden Augen machen. Ausgezeichnet, dann hat das ja alles sehr gut geklappt. Ich habe noch dafür gesorgt, dass der Pfarrer vor der Kirmes in den Ruhestand geht und den Gottesdienst nicht hält. Aber wir müssen aufpassen, dass wir unsere Spuren gut verwischen, nicht dass sie uns auf die Schliche kommen. Ja, also ich denke, wir waren so vorsichtig, das hat keiner mitbekommen. Na dann, auf eine zerstörte Kirmes. Prost. Prost. Zum Wohl. Hallo Jay, ich habe wichtige Informationen über unsere Kirmes. Ja, ein Problem. Erzähl mir alles, was du herausgefunden hast. Ich habe Informationen über eine böse Verschwörung. Es sind 4 Bösewichte. Sie versuchen, den Geldhahn zuzudrehen, die Kirmeshemden viel zu teuer zu machen und noch viel mehr. Wir müssen handeln. Das klingt nach einer ernsthaften Bedrohung für unsere Kirmes. Wir werden aber handeln. Hast du weitere Informationen über die Bösewichte? Ich habe ihre Namen und den Ort, wo sie sind, kann ich auch herausfinden. Aber alleine kann ich da nichts machen. Wir brauchen Hilfe. Wir werden unsere besten Leute mobilisieren und diese Bösewichte zur Rechenschaft ziehen. Jay, was gibt es? Ich komme sofort. Ich höre Jay. Ach du Scheiße, ja, ich komme. Nils, Leo, ich habe einen äußerst wichtigen Auftrag für euch. Was gibt's, Jay? Wir sind bereit für alles. Es geht um die Kirmes, die in wenigen Tagen stattfindet. Bösewichte planen, sie zu sabotieren. Das hört sich echt schlimm an. Was genau sollen wir denn machen? Eure Aufgabe ist es, die Bösewichte auffindig zu machen, ihre Pläne zu durchkreuzen und sie hinter Gitter zu bringen. Verstanden. Wir werden alles tun, um die Kirmes zu retten und die Bösewichte zur Rechenschaft zu ziehen. Seid vorsichtig, meine Freunde. Die Bösewichte sind skrupellos. Geht ins Wirtshaus und holt eure Ausrüstung. Wir geben unser Bestes, Jay. Die Kirmes ist in guten Händen. Genau. Wir kümmern uns darum, dass die Bösewichte keine Chance haben. Dann viel Glück, Nils und Leo. Die Zukunft der Kirmes liegt in euren Händen. Vielleicht sollten wir das besser aufteilen. Ja, ist richtig. Ich übernehme Pfarrer und die Händen. Ja, alles klar. Kümmere ich mich um die Kohle und um den Festwirt. Ja gut. Vorher müssen wir aber noch die Ausrüstung abholen aus dem Wirtshaus. So machen wir's. Abfahrt. Hallo Elf. Hi, ich habe von eurer Mission gehört. Ich habe euch ein bisschen Equipment besorgt. Das ist alles, was wir brauchen. Das ist alles. Ich wünsche euch viel Glück. Danke, Elf. Nils, ich habe einen für den Gottesdienst. Der Gottesdienst an der Kirmes ist gerettet. Wir haben einen Deal. Du wirst unser neuer Festbewirt. Alle Sabotagen sind verhindert. Ja, und jetzt müssen wir nur noch die Saboteure finden. Eins nach dem anderen. Daraus erstmal ein Bier. Los. Oh! Der Cashmaster ruft an, vielleicht hat er ja Infos für uns. Hallo? Nils, ich habe hier einen Standort lokalisiert. Ich schicke dir die Koordinaten auf die Uhr. Die müssen wir kriegen. Das dürfen wir ihnen nicht durchgehen lassen. Da vorne sind sie. Die kriegen wir, hinterher.
Oh Leute, wir müssen uns beeilen. Wir sind schon da. Oh, jetzt geht Gas. Da biegen sie ab, gleich. Wir schneiden ihn vorne den Weg ab. Schattenkreisen, Gefahr ist nah, so wahr. Nils sieht durch Nacht und Nebel mit Leo an der Seite. Sie schützen ihre Heimat vor dem Kartellenstreit. Oh Nils, rette die Kirmeszeit. Mit Charme und Witz stehst du bereit. Leo, dein Freund, mit scharfem Blick. Gemeinsam kämpfen sie für Mordas. Die Karussells verstummen, die Lichter flackern schwach. Das Böse will hier triumphieren in dieser Sternennacht. Doch unsere Helden lauern im Schatten still und kühn. Mit List und Tücke stellen sie sich gegen das Ruin.